Ich bin Joshua und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier heute mit dem neuen Hodosha Schrottvideo zu Spione Undercover. Den Film habe ich schon sehr lange da, wollte Video machen, aber jetzt kommt er endlich. Jo, um was geht es in der Animationsfilm? Wo der Superspion Lance Sterling und Wissenschaftler Walter Beckett sich zusammenraufen müssen, um die Welt zu retten. Ja, ein actionreich und tierisch witziges Animationsabenteuer von Machern von Ice Age und Rio steht auf. Bin ich ja mal gespannt. Also, ich erkenne die Emery, habe ich schon mal gesehen. Die Figuren haben mich schon echt cool aus, also echt mal was anderes. Und ja, ich würde sagen, wir machen es mal auf und schauen es uns mal an. Auf jeden Fall mal anderes Media. Schaut mal cool aus. Steelbook, ich sage mal Mediabook. Steelbook natürlich. So, dann haben wir die Folie schon weg. Und Klebepobel, wir haben Klebepobel. Aber geht leicht ab. Oh, geht ganz leicht ab. Ohne Rückstände, ja Wahnsinn. Kleben wir die schon mal auf die Rückseite zu, dass da alles nicht mehr verklebt wird, dass alles safe ist. Jo, was haben wir für einen Ton drauf? Deutsch 5.1 DDS. Machen wir momentan alle DDS, Wahnsinn. Geil. Und ich würde sagen, wir schauen es uns mal an. So, dann schauen wir mal. Schauen wir erstmal die J-Card an. Kann ich es euch ja nochmal durchlesen. Ja, der ist ja auch richtig cool. Schaut richtig cool aus. Genau. So, da haben wir hier den Spine. Schauen wir mal rein. Ach, das ist wieder schade, dass auf der Disc nichts drauf ist. Aber dafür das Innenbild finde ich richtig klasse. Richtig cool. Das ist mal wieder ein Steelbook, wo mir auch richtig sehr gut gefällt. Schauen wir die Rückseite nochmal an. Bond Style mit der Taube. Echt richtig cool Steelbook und ja, was will ich da anders sagen zum Steelbook als 10 Punkte und hot. Jo, und dann gehen wir wieder in die andere Perspektive. Wollte ich schon weglegen. Ja, wir sind zurück. 10 Punkte, hot, absolut hot. Gut, die Disc, die würde in der Emery auch so aussehen, kennt man, Punkt abzumachen, aber der Steelbook ist einfach zu sehr gelungen, um da jetzt nur wegen der Disc einen Abzug zu machen. Und daher bleibe ich bei meinen 10 Punkten bei Hot. Habt ihr den Film schon gesehen? Wie ist eure Meinung zum Film? Ich finde es ja richtig cool, dass er so ein bisschen auf James Bond Art gemacht ist, anscheinend mit der Taube so. Auf der Rückseite finde ich ja auch richtig lustig, ne, mit der Taube hier. Und bin gespannt. Wie gesagt, lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Oder. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Servus.